Er meint, er hätte ein Recht auf meine Titel, er ist eigenwillig, ehrgeizig. Ich habe ihn angegriffen. Das ist mittlerweile schon fast wieder abgeflacht, aber das war mal höher. Ich bin nicht sein rechtmäßiger Lehnsherr. Er hält meine Religion für fehlgeleitet. Er ist ein religiöser Eiferer. Er hält mich für einen Tyrannen. Ich bin eine Hexe. Ich habe ihn zu einer Bekehrung verlangt, die er, glaube ich, nicht angenommen hat. Er mag die religiösen Traditionen von uns nicht. Ich habe irgendjemanden von ihm mal eingekerkert aus der Verwandtschaft. Und er ist mein persönlicher Rivale. Such dir was aus. Ich habe meinen Leuten gerade ein bisschen Geld abgenommen und deswegen Tyranneipunkte kassiert. Aber sie wollten das. Dankeschön, Balidus, für die 4 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Du hast doch Zeit. Holla kann noch nicht mal laufen. Ja, ja. Ich weiß, ich lasse mir da auch Zeit. Aber machen wir. Lothringen für Holla. Hat Maurice auch noch irgendwelche Ansprüche? Gibt es auch noch irgendwas, was Maurice unbedingt haben möchte? Wenn wir schon dabei sind. Irgendwelche Wünsche? Maurice möchte Brixen. Ich finde nicht, dass ihr das für Maurice beantworten solltet. Überleben. Ach, wie hart. Ach, ich habe aber eine zweite Tochter hier noch, ne? Habe ich hier das Wilzenland? Hat das Wilzenland nicht... Wie alt ist sie denn? Die ist auch erst 11. Da wollen wir auch noch einen Ehemann suchen, einen guten. Am besten in unserer Familie. Zum Beispiel ihren Bruder. Lass uns vielleicht ein bisschen weiter wegschauen. Zum Beispiel meinen Neffen. Muss ja nicht direkt, also... Es muss ja nicht ganz extrem sein. Das reicht ja ein bisschen. Den da, Prinz Brynolf. Heirat engagieren. Mit meiner... Nee, nicht mit meiner Enkelin, mit meiner Tochter. Matrilineare Hochzeit. Geil, wunderschön. Geil. Und dann bekommt meine Tochter das Wilzeland. Titel vergeben. Bitte sehr. Es hat ihre eigenen Gebiete. Mit 11. Mit 11. Ich bin gespannt. Ob das was wird. Dankeschön, Kaninus, für die 3 Monate. Das ist total nett. Vielen lieben Dank. Und danke für die lieben Worte. Das ist sehr süß. Dankeschön. Danke, danke, danke schön. Du bist jetzt 11. Du heiratest mit deinem Bruder. Es ist nicht ihr Bruder, es ist ihr Cousin. Oder Cousin zweiten irgendwas. Also ist tatsächlich gar nicht so schlimm diesmal. Ist nicht ihr direkter Bruder. Das behalte ich mir dann für die direkten Erbschaftslinien vor. Okay, und Maurice nicht für mich als Krieger Lothringen einnehmen. Holla, du hast von mir verlangt, ein Königreich zu bekommen. Als kleiner Giftzwerg, der noch nicht mal 1 Jahr alt ist und noch nicht mal in meiner direkten Erbschaftslinie ist, sondern als Giftzwerg von meinem Sohn, der nicht erben kann. Du bekommst Lothringen, aber du wirst mir nicht erklären, wer für dich Lothringen einnimmt. Du bist ein Kind. Nimm deine Rassel, rassel sie und sei dankbar. Ja, geil. Ich bin endlich ein Hexer geworden. Oh, Gott sei Dank. Jetzt kann ich meine Tochter... Ich kann meine Tochter nicht zur Hexe machen. Warum sind die Chancen so schlecht dafür? Dann muss ich mich an ihre... Dann muss ich mich an Ulfhilde ranklammern, dass die auf jeden Fall
eine Hexe wird. Ganz am Anfang, Kolio, das Früheste, was geht. Oh mein Gott. Mein Cousin, König Stierborn, soll eine Affäre mit seiner Enkelin Gräfin Ingeborg gehabt haben. Sind die nicht verheiratet? Ach, warte. Der Dude hatte eine Affäre mit seiner Enkelin, die mit dem, nee, mit dem verheiratet ist. Wisst ihr, was das Problem an der Geschichte ist? Dass die Rechtswidrigkeit ist nicht, dass der Dude mit seiner Enkelin eine Affäre hatte, sondern dass er verheiratet ist und das Ehebruch ist. Und das Problem ist noch nicht mal, dass sie den Ehebruch begangen hat, denn sie ist eine Frau und in meiner Religion ist es bei ihr nur verpönt und nicht verboten. Das Problem ist, dass er als Mann einen Ehebruch begangen hat. Das ist das Problem in meiner Gesetzeslage bei diesem Spielstand gerade. Und zwar nur das. Scheiße, what have I done? Was ist das für ein cursed Spielstand? Das ist so cursed. So, ich sperre den jetzt ein. Konnte ich den einsperren oder ist er geflohen? Jawohl. Das ist mein Cousin. Und dann gehe ich hin und sag, ja, geil, ich krieg von dem Lösegeld. Damit bin ich nicht mehr verschuldet. Das ist eine ziemlich leichte Geschichte gerade gewesen. Ich habe ihn eingesperrt, er hat mir 65 Gold gegeben. Dann würde ich jetzt an der Stelle sagen, ja, war jetzt nicht so schlimm. Ich bin halt ein Mann. Das heißt, ich würde jetzt an der Stelle einfach sagen, weil ich ein Mann bin, bin ich jetzt nicht zu streng dem anderen Mann gegenüber, RP-technisch. Ich habe mir 65 Gold von ihm geholt. Und gut ist. Und sobald ich dann mit meinem weiblichen Charakter weiterspiele, bringe ich ihn um. Dann haben wir nochmal Geld bekommen. Ist das nicht auch der, mit dem du eine Affäre hast? Nee. Nee, das ist ein anderer. Der, mit dem ich eine Affäre habe, der ist homosexuell. Der würde keine Affäre mit einer Frau anfangen. Nee, das ist nochmal ein anderer. Da hat es nochmal ein anderer. Okay. Aber wir haben da unten jetzt das hier angenommen. Und jetzt müssen wir uns halt überlegen, wie wir uns Lothringen holen. Am leichtesten wäre es einfach zu sagen, wir starten einen Religionskrieg. Das Problem mit einem Religionskrieg ist, dass wirklich alles und jeder direkt daneben sich anschließen kann in den Religionskrieg. Also alle Katholiken. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Leute. Wir haben gerade 80 Jahre und mehr freigeschalten. Wir sind mit dem fucking Blutding durch. Das hatte ich noch nie. Ich war noch nie geduldig genug dafür. Ich habe immer irgendwie kreuz und quer gemacht. Das ist Iron Man-Modus. Das ist ja ultra geil. Und Dankeschön an den Sub von der Polarfüchsin. Willkommen bei den Eumeln. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in meinem Stream. Das bedeutet, meine Dudes haben jetzt eine Lebenserwartung von 5+5 Jahren. Und es bedeutet, wir können uns jetzt das nächste angucken.
Wir könnten halt jetzt tatsächlich, also entweder Haus von Kriegern und die Kriegslust hochballern oder wir gehen jetzt auf Sippe mit fruchtbaren Lenden, wo wir Krankheitswiderstände und so weiter haben und dann im Kampf, im Alter nicht immer mehr Kampfgeschickverlust haben. Hochkönig gibt auch noch einen Bonus aufs Leben, aber nur auf den Dude, der den Titel geschaffen hat. Und das war mein Großvater oder so. Das war nicht der jetzige Herrscher. Geil, Canius. Ruhm wäre auch sick. Heiratsannahme plus 30 ist tatsächlich etwas, was wir auch... Ruhm wäre auch sick. Gerade weil es eh schwer wird, matrilineare Hochzeiten außerhalb unseres eigenen Reichs umzusetzen mit Frauen, die da Sagen haben. Hallo Pika. Mit Sippe hat man einfach unsterbliche Krieger gefühlt, ja. Auf jeden Fall. Und jetzt habe ich noch Kräuterkundler dazu bekommen. Meine liebe Tochter, es wird wahrscheinlich ein paar Jahre länger brauchen, bis du auf den Thron kommst. 13, Diplomatie und Ränkespiel. Was habe ich denn in Diplomatie und Ränkespiel? Ich werde meine Enkelin... Ich werde mir meine Enkelin jetzt direkt selber holen, um sie auszubilden. Damit ich auch kontrollieren... Warum nimmt der das nicht an? Und warum habe ich gegen den kein Druckmittel? Warum hat der überhaupt was zu sagen? Weil der hat zwei Mann. Als ob der irgendwas zu sagen hätte. Der hat zwei Mann. Die Frage ist... In dem Moment, in dem ich ihr was gebe, also auch nur ein Land gebe, ist sie ihm gleichgestellt, beziehungsweise hat sie mehr zu sagen als er, weil das frauendominiert ist. Das heißt, ich muss ihr eigentlich nur ein Land geben. Aber ich kann ihr kein Dings geben. Warum nicht? Weil die irgendwo... Was macht die da drüben? Was macht die in Ustjuk? Ich will doch nur meine Enkelin großziehen. Dieser Geier lässt mich nicht mal zu meiner Enkelin. Ja, ja. Aber ich kann doch bestimmt auch die Ehescheidung erzwingen. Die ist zu weit weg, damit ich das erzwingen kann. Und wir haben nicht mehr genug... Die sind nicht mal Teil meines Reichs. Der sitzt mit meiner Haupterbin hier irgendwo am Arsch in Timbuktu. Wollt ihr mich verarschen? Unter der Willkür von der inzüchtigen Ustjuk-Wespischen, was auch immer da. Und es ist mir nicht mal aufgefallen. Ey, du bist tot. Ich habe keinen Kriegsgrund gegen die. Die hat meine Erben. Ich habe keinen Kriegsgrund gegen die. Nicht mal ein Religionskrieg? Kann ich die nicht einfach hassen, weil ich sie hassen will? Das ist echt scheiße. Das ist echt scheiße. Gut, kann ich dem den Krieg erklären? Dem kann ich den Krieg erklären. Herzogtum erobern. Direkt alles. Ja. Ich sollte ein bisschen Geld abwarten, glaube ich. Zumindest ein bisschen. Warum? Ich mache halt auch immer noch Minus, weil meine Armee sich immer noch nicht erholt hat. Boah. Ich habe nicht genug Geld für diesen Krieg. Ich habe für nichts genug Geld. Hallo Kiba. Na, bist du ausgeschlafen? Mami nimmt gerade die Welt an sich. Dann gibt's unendlich viel zu fressen für dich.
Ändert sich nichts, ne? Du kriegst doch jetzt schon unendlich viel zu fressen. Dankeschön, Freizwerg, für die 16 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Und außerdem habe ich da so jemandem so einem kleinen Giftzwerg Lothringen versprochen, was ich nicht vergessen darf. Mein Freund Stabian ist verstorben. Das war mein Cousin von Finnland. Wer ist denn jetzt der neue Dude in Finnland? Ach, das war der Ratsmarschall, der verstorben ist. Der Dude mag mich nicht. Den müsste ich neu zuweisen. Ja, packen. Ja, der hasst mich halt. Ich will halt eigentlich König Sven nicht als Ratsmarschall haben, weil mich der nicht mag. Kann ich dieses Lübnis brechen? Nee, weil das ein Unterding ist. Kann ich sie töten? Ja. Wir werden dem Dude, der wird nämlich erben, der wird der neue König werden von Wales. Und wir wollen Wales ein bisschen besser unter Kontrolle haben, weswegen sein Sohn gefälligst eine meiner Enkelinnen heiraten soll. Das heißt, wir töten seine jetzige Verlobte und sorgen dafür, dass eine unserer Enkelinnen, also meiner Enkelinnen, da drin bleibt. Damit Wales auf jeden Fall unter unserer Kontrolle bleibt und hier nicht irgend so was Eigenes fabriziert. Wo wir nicht genau wissen, was das wird, wenn es fertig ist. Warum hasst er dich? Er meint, er hätte ein Recht auf meine Titel. Er ist eigenwillig, ehrgeizig. Ich habe ihn angegriffen. Das ist mittlerweile schon fast wieder abgeflacht, aber das war mal höher. Ich bin nicht sein rechtmäßiger Lehnsherr. Er hält meine Religion für fehlgeleitet. Er ist ein religiöser Eiferer. Er hält mich für einen Tyrann. Ich bin eine Hexe. Ich habe ihn zu einer Bekehrung verlangt, die er, glaube ich, nicht angenommen hat. Genau, er hat sich geweigert. Er mag die religiösen Traditionen von uns nicht. Ich habe irgendjemanden von ihm mal eingekerkert aus der Verwandtschaft. Und er ist mein persönlicher Rivale. Such dir was aus. Der ist halt altbacken, der ist noch alt altaltertruisch. Sein Sohn auch, das kriegen wir aber in den Griff. Das ist halt einer von diesen alten Hasen, der nicht mit der Zeit gehen möchte. Der findet es, glaube ich, auch nicht so gut, dass Frauen die Zukunft regieren werden. Oh, meine Tochter wurde eine Hexe. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Das war wichtig. Und meine andere Tochter muss auch unbedingt noch eine Hexe werden. Kann ich die gar nicht? Ah, die ist zu jung, glaube ich, noch. Die ist zu jung. Sigurd, mein Enkel. Faul, feige, eigenwillig. Sei bitte eigenwillig, sei bitte nicht faul. Ein paar Gründe sind das schon, aber geht schlimmer. Zumindest habe ich niemanden ermordet aus seiner Familie. Neid, eindeutig Neid. Eindeutig Neid, da würde ich auch mitgehen. Also, ja, eigentlich warten wir nur ein bisschen auf Geld gerade. Und dann fallen wir in Lothringen ein. Ich würde halt gerne direkt alles angreifen. Aber wir schaffen das, glaube ich, nicht gegen die ganzen Katholiken. Ach, die sind orthodox. Aber wenn ich was Orthodoxes angreife, kann sich, glaube ich, trotzdem alles dafür einmischen, was mich als feindselig betrachtet, ne? Das heißt, auch wenn die orthodox sind, können die Katholiken unterstützen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Super cool, Overkill. Freut mich, dass es dir gefällt. Hallo Rangaro. Und hallo Black Death, natürlich. Das ist mein absolutes All-Time-Favorite-Game. Das kommt immer wieder. Und Dankeschön, Lulu, für die 7 Monate. Willkommen zurück bei den Eumeln. Mehr Geld, mehr Krieg. Ja, mehr Geld, mehr Krieg auf jeden Fall. Das Problem ist nur, ich kann mich mit den Katholiken noch nicht anlegen. Und Dankeschön, Tenji, für die 16 Monate. Vielen lieben Dank.
Ich kann mich halt nur langsam weiterfressen. Ich glaube, sinnvoller wäre es, erstmal Irland zu schlucken. Ich würde ihm ja auch gerne einfach mein Vasallentum anbieten. Oder wir machen es taktisch anders. Die muss auch weg. Aber ich kann keinen zweiten Mordkomplott starten. Aber einfach hier auch meine Töchter überall reinsetzen. Oh, meine Gemahlin ist krank. Die hat Schwindsucht. Ich lasse sie die Wahl treffen. Dann bin ich nicht schuld, wenn sie stirbt. Da, guck mal, da ist ein Haupterbe. Ah, das ist aber so ein kleines Pissland. Ihr Land ist groß, das ist gut. Und da ist der Haupterbe für das Königreich von Irland. In der Reihenfolge. Der gefällt mir aber fast besser als der andere Dude. Der ist stark und Pionier. Der gefällt mir charakterlich sogar ein bisschen besser. Ja, wobei, der ist auch stark. Kräutlerkundler, Schaffsegentin, das ist eigentlich auch gut. Die Verlobte muss halt auch weg. Und da ist die Chance aber so schlecht. Hui. Da ist die Chance halt so, so schlecht. Ich meine, wir müssen uns eh erstmal um den Erben von Wales kümmern. Aber ich habe ja genug Enkelkinder, um da eine Lösung zu finden. Ich habe ja genug Enkelkinder, um da eine Lösung für zu finden. Wie frei ist denn das Spiel? Kann man tatsächlich ein Matriarchat spielen, wo Männer nichts zu sagen haben? Ist nur weibliche Erblinien gäbe oder gibt es Grenzen, was Gesetze oder Religionen angeht? My poor sweet summer child. Wenn du Lust hast, kannst du in diesem Spiel den Katholizismus neu erfinden. Als Frau in einem Matriarchat dich selbst zur Päpstin krönen, den eigentlichen Papst den Krieg erklären und ihn dann essen. Hallo, Lehrenheld. Und während du all das machst, könntest du theoretisch gesehen auch eine Affäre mit dem Papst haben und lauter Kinder mit ihm zeugen. Du kannst ja alles tun. Du kannst in diesem Spiel wirklich alles tun. Geil, wir sind gerade noch ein Theologe geworden, das ist auch schön. Hallo, Peter. Ah, ich liebe dieses Spiel. Das ist Weltklasse. So, wir gehen jetzt noch auf Gelehrte. Wir werden noch ein alter, weiser Mann. Und Dankeschön, Zapfkopf, für die 9 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Und Dankeschön, Moby. Aber es wird langsam. Es wird langsam beim Geld. Immerhin etwas. Wer war das? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich hatte den wegen irgendwas markiert. So, ich hoffe, dass dieser Mord jetzt gleich klappt. Das wäre sehr wichtig, damit ich das mit meinem Sohn fixen kann. Das ist auch mein Gebiet hier schon. Jawoll! Was für eine Tragödie. Das tut mir ja so unfassbar leid, dass die gestorben ist. Was hältst du von meiner Enkelin? Das ist sogar meine Haupterbin. Das ist sogar meine fucking Haupterbin. Aber das Problem ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass ich, also ich habe ja, warte mal, ich habe ja hier noch ein bisschen mehr an... Das ist meine Cousine. Habe ich sonst gar keine direkten Sachen mehr in meinem Hof? Habe ich keine Töchter mehr, die ich wohin verheiraten kann? Meine eigenen Kinder machen einfach noch nicht genügend Babys. Also ich habe nicht genug Enkelkinder, die ich vergeben kann. Der ist erst verlobt. Die ist erst 13, der ist erst 12. Und der hat Kinder zur Welt gebracht. Aber aus irgendeinem Grund habe ich keinen Zugriff auf die. Und da frage ich mich ein bisschen, warum? Warum kann ich da nicht Prinz Toffen reinpacken? Prinz Toffen von Wales.
Wie finde ich den sonst? Thorfinn Svensson. Der ist auch süß. Der ist auch aus meiner Familie. Aber warum wird mir der andere nicht angeboten? Das wundert mich gerade ein bisschen. Weil mein Sohn ist einfach nur mein Reichsgode. Also sollte ich eigentlich in der Lage sein, seine Kinder zu verwalten. Eigentlich sollte ich in der Lage sein, seine Kinder zu verwalten. Ich verstehe nicht genau, warum ich nicht in der Lage bin. Seine Kinder. Weil er mein Reichsgode ist, kann es sein, dass ich keinen Zugriff auf seine Kinder habe, weil er mein religiöses Oberhaupt ist? Ist das möglich? Dass die deswegen für mich unantastbar sind und ich da deswegen die nicht da reinpacken kann? Aber ich kann die ja verheiraten. Stimmt ja nicht. Ich habe ja das Problem einfach nur, dass ich sie ihm nicht geben kann. Okay. Das ist mein erster Crash, den ich mit Crusader Kings 3 hatte, tatsächlich. Das ist tatsächlich der erste Crash, den ich mit Crusader Kings 3 hatte. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst. Spiel kam auch nicht mit der Frage klar. Ah, bitte sag mir, dass wir nicht zu viel verloren haben. Oh Gott. Aber das ist nicht so viel gewesen. Okay, das war nur, das war nicht so lange. Das war nicht so lange. Das war nicht so schlimm. Genau, da wurde sie getötet. So. Und jetzt gehen wir wieder zu dem Dude, den ich da markiert habe. Und versuche da wieder diese Heirat zu arrangieren. Warum? Ach! Aber matrilinear macht auch keinen Unterschied. Warum kann ich nicht? Warum? Also ich verstehe es wirklich nicht. Zumal, also, sie sind ja auch an meinem Hof. Warum kann ich sie nicht zu ihm verheiraten? LOL, okay. Wenn man Namen sucht, crasht das Spiel. Das ist spannend und tatsächlich nicht so cool. Das ist spannend und tatsächlich nicht so cool. Wir haben einen Bug von CK3 gefunden. Googelt, sucht nicht nach Spielernamen. Da crasht euch das Spiel. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. And here we go again. Einfach nicht mehr draufdrücken, dann geht das schon. Dann geht das schon. So, jetzt muss ich nochmal sterben. Ich hole schon mal die Fliegenklatsche für den Bug. Oh, wow. Was ein Witz. So, Pause. Okay, Dankeschön, Gumm, für die 4 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. So. Prinz Thorfinn Svensson. Heirat arrangieren. Dann lass uns doch mal bei den Filtern... Nee, das ist immer noch meine Enkelin.
Warum findet er die andere nicht? Dankeschön, Dankeschön nochmal gekommen. Vielen lieben Dank. Spiel gerade selber und habe nach einem Namen gesucht. Bei mir crasht das nicht. Dann weiß ich nicht, woran es liegt. Prinz Tochfin heißt er auf jeden Fall. Wenn ich jetzt von meiner... von der Betroffenen hingehe und suche, dann finde ich den halt auch nicht, ne? In 100 Jahren finde ich den hier nicht. Den finde ich halt in 100 Jahren hier nicht. Gut. Ich meine, wenn ich ihn nicht verheiraten kann, dann muss ich Wales irgendwie anders unter Kontrolle behalten. Ich hole den jetzt zu mir in den Hof. Ich hole den jetzt einfach zu mir in den Hof. So einfach geht das. Heirat arrangieren. Hi. Sie wird immer noch nicht angezeigt. Die wohnen jetzt sogar am gleichen Hof. Wild. Okay, das ist wild. Das ist richtig, richtig wild. Aus irgendeinem Grund habe ich da keinen Zugriff drauf. Hattest du das nicht schon mal und das lag dann an dieser Vetternhochzeitsgeschichte, also dass der Verwandtschaftsgrad nicht geht? Das Problem haben wir beseitigt mittlerweile. Dankeschön, Kleppi, für den verschenkten Sub. Das ist sehr nett. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Das Problem haben wir nicht mehr. Also da können alle mit allen. Was das Problem lösen könnte, theoretisch gesehen, wäre... Darf ich Konkubinen haben? Oder dürfen nur Frauen Konkubinen haben in meiner Religion? Weil ich glaube, ich darf gar keine Konkubinen haben, ne? Wenn ich das gerade richtig sehe. Habe ich mir das verboten? Ich glaube, ich habe mir die Konkubinen verboten. Ich glaube, es gibt nur Konkubinen. Ich überlege gerade, wo das ist. Weil wir haben hier... Ehescheidung, ne? Konkubinen, ja. Und da steht, wenn das Geschlechterrecht es zulässt. Wo sehe ich denn, ob das Geschlechterrecht es zulässt? Weiblicher Ehebruch verpönt. Männlicher Ehebruch verboten. Gleichgeschlechtliche Beziehung akzeptiert. Ach, du bist so smart, Rio. Oh mein Gott. Oh mein Gott, fucking Fivehead. Boah, ich hätte dir jetzt einen Sub geschenkt, wenn du nicht schon einen hättest. Meine Religion erlaubt es, aber er ist altasatruisch. Das heißt, seine Religion erlaubt den Inzest nicht. Ach du Scheiße. Ich wäre in 100 Jahren nicht draufgekommen. Ach du Scheiße, ich wäre in 100 Jahren nicht draufgekommen, dass das Problem ist. Das ist ja ultra smart. Das ist ja ultra, ultra smart. Holy shit. Ich kann den nicht einfach bekehren. Leider. Ich würde gerne.
Ich habe einen Aufstand übersehen. Die ist hübsch. Ich habe einen Aufstand übersehen. Und jetzt habe ich einen Aufstand. Kacke. So. So. Im Krieg, Freiheitsfraktion. Ich habe nicht genug Kinder, um das alles so zu verheiraten, wie ich das gerne hätte. Und der hat leider auch keine Tochter, mit der ich das irgendwie umsetzen könnte. Und die hat schon wen. Aber die noch nicht. Aber das wäre auch nicht mehr direkt von ihr. Ich bräuchte wirklich direkt von ihr jemanden. Und die haben leider alle schon. Was bei ihm? Ja, die sind alle so unbesondere Kinder. Dann müssen wir sie einfach zerschlagen. Gut, wo fangen wir an? Was ist da in Alba los? Warum will sie meinen kleinen Sohn nicht? Die ist katholisch. Die Wahrscheinlichkeiten sind auch relativ gering, dass sie das annimmt. Wie kann das eigentlich sein, dass Alba plötzlich katholisch geworden ist? Gut, die wird mir auch gleich den Krieg erklären. Also die wird mir auch innerhalb von kürzester Zeit jetzt auch den Krieg erklären. Wir bereiten uns da jetzt auf jeden Fall schon mal drauf vor, die im Zweifelfall loszuwerden, falls sie mir den Krieg erklären möchte. Weil sie wird es definitiv tun. So, und wo ist denn jetzt der Hauptdude? Der sitzt hier. Ach Gott, ey. Eugenia ist eine echte Schönheit, erstmal reinheiraten. Eugenia ist in erster Linie ein richtig krasser Motherfucker. Naja, wobei, so krasse Werte hat sie gar nicht. Meine Töchter sind tatsächlich mit Abstand krasser und das, obwohl sie ein Riese ist. Also, so krass ist sie gar nicht. Das sieht auf dem ersten Moment wilder aus, als es ist. So, Prinzessin Edla, meine Nichte, die haben noch ein Kind bekommen, noch einen Sohn. Iva, Torbjörn, Baksek, Botolf, Loki. Loki ist ein schöner Name. Nix geht über einen guten Krieg. Ja, ich hätte jetzt gern Frieden gehabt, tatsächlich. Also ich habe nicht so Bock auf den Krieg gerade. Ich finde den eher mühsam, um ehrlich zu sein. Vor allem, weil ich auch nicht weiß, ob ich den... Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob ich den schaffe, den Krieg. Meine Tochter hat Schwindsucht. Und ihr Ehemann ist gestorben. Der wurde in der Schlacht erschlagen. Ja, weil die irgendwo da oben im Nichts ist, ne? Die will auch nicht an meinen Hof kommen, leider. Ich weiß auch nicht, warum die nicht an meinen Hof kommen möchte. Ich weiß gar nicht, warum die nicht. Aber dass meine Tochter Schwindsucht hat, finde ich nicht so gut. Aber ist auch nicht ganz schlimm, weil sie hat mir schon eine Tochter geboren. Und,
Die hat da oben jetzt einen Häuptlingstitel. Das gefällt mir gar nicht. Das ist so riskant, dass die da oben alleine sitzt. Und noch nicht mal ordentlich erzogen wird gerade. Ich würde das gerne annehmen, also der gerne Hilfe schicken, aber ich kann nicht. Ich komme da nicht ran. Seppel, dankeschön für die 16 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, dankeschön. Oh lol, sind wir gerade aneinander vorbeimarschiert? Wie ist das denn passiert? Ach, das sind aber auch, glaube ich, nur Plünderer, ne? Na, jetzt haben wir noch einen Bauernaufstand. Das war leider zu erwarten, dass diese Sachen jetzt alle gleichzeitig passieren. Ich hätte das Schwert sehr gerne gehabt, aber ich habe dafür kein Geld. Und es wundert mich wenig, dass diese Sachen jetzt alle gleichzeitig passieren. Diese ganzen Aufstände. Das ist gerade alles sehr stressig. Es ist immer wieder ein Fest, unserer Lieblingsherrscherin Pia bei ihren fragwürdigen ihren legitimen Staatsgeschäften zuzuschauen. Dankeschön, das ist sehr nett. Vielen lieben Dank für die 16 Monate und willkommen zurück bei den Eumeln. Vielen, vielen lieben Dank. Lass uns das hier einfach so schnell wie möglich beenden. Schickt er gleich meine Armee hin, sobald er das hier erledigt hat. Und haben wir das. Und einfach den Bauern tut hier schnell weg. Einfach weg, bevor das in irgendeiner Weise problematisch wird. Dankeschön, Ibim, für die 6 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Danke, danke, dankeschön. Ah, wo bleibt denn die Spannung ohne Krieg? Ich finde, meine ganzen Brotgeschichten sind auch spannend. Mit Brotgeschichten bin ich auch glücklich. Brut, Brot, you know. Das hat auch seinen Kink. Ich muss nicht immer überall alles. Holt euch das direkt. Wo sind die jetzt aufgetaucht? Woher kamen die denn jetzt? Die waren doch bis vor 2 Sekunden noch gar nicht da. Wo kamen die denn jetzt schon wieder her? Ich hasse es, wie der NPC immer aus dem Nichts heraus neue Einheiten auftreiben kann. Der war doch bis vor 2 Sekunden war der nicht da. Und jetzt bricht er mir meine Belagerung da ab. Ist das scheiße. Der war bis vor 2 Sekunden war der nicht da. Ach.
So war es auch. Ist einfach so. Und jetzt läuft er halt wieder weg, ne? Ah. So, jetzt erklärt mir die den Krieg. Das hatte ich euch vorher gesagt, dass das passieren wird. Es ist halt, also diese Aktion von den NPCs ist so dermaßen nervig, dass sie halt einfach weglaufen und dann wieder zurücklaufen und weglaufen und wieder zurücklaufen. Und es kostet einfach nur Geld. Also es macht nichts anderes, außer es zieht halt Schlachten unnötig in die Länge, weil du irgendwelche Kack-NPC-Armeen über 30 Jahre verfolgen musst, weil sie einfach wegrennen. Sie rennen weg, bis du dann einen Köder stellst und dann verlierst du Prozentpunkte in der Schlacht, weil du dir einen Köder stellen musst, weil sie nicht kommen, weil sie irgendwo auf dem Wasser stehen und warten. Weil es sie halt nichts kostet, auf dem Wasser zu stehen und zu warten. Weil die haben ja nicht so eine Verrechnung. Ich kann mir das nicht leisten, zu warten, bis sie kommen. Und der NPC sagt halt einfach, oh lol, ja dann stehe ich hier die nächsten 4 Jahre, weil was ist Geld? Das ist echt, also da müssen sie meines Erachtens nach immer noch was machen. Und ich bin halt mittlerweile, ich habe halt eine stärkere Armee, aber ich komme ja niemals an gegen die NPCs, was Geld angeht. Ich muss es halt so schnell wie möglich beenden und die laufen nur weg von mir. Das ist halt super ätzend. Und der läuft jetzt da irgendwo hinweg. Ich kann halt nicht mal, ich kann nicht mal meine Schlachten führen. Also, weil die alle irgendwo auf dem Wasser sind und ich kann die auf dem Wasser nicht angreifen. Und bis ich da hingelaufen bin, ist der wieder weggerannt. So. Das ist halt einfach nur scheiße. Ich war da schon. Das ist so nervig. Schade, dass sie das immer noch nicht gefixt haben. Also wirklich, wirklich schade, dass sie das immer noch nicht gefixt haben. Und dass die immer noch, jetzt fange ich hier mit der Belagerung halt neu an, dass die da einfach, dass das da kein Update dafür gibt, dass die nicht einfach nur wegrennen, die KIs, und dann irgendwo auf dem Wasser parken, finde ich richtig ätzend. So. Und der fährt jetzt an mir vorbei. Und jetzt steht er da. Und jetzt kommt er da hin. Und sobald ich versuche hinzukommen, bricht das gleich wieder ab. Oder wir spielen jetzt in dem Land Abfang. Die nächsten 3 Jahre. Ah. Gibt es dafür nichts Mods? Dann kann ich nicht mit Achievements spielen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm ist es, verschuldet zu sein? Wenn 10 gut ist und 1 schlimm ist, ist verschuldet sein in Crusader Kings 3 minus 20. Ich umzingle die immer und greife einfach von allen Himmelsrichtungen an. Das funktioniert nur, solange du gegen Sachen kämpfst, wo du in der Übermacht bist. Das funktioniert nur, solange du in der Übermacht bist. Wir gewinnen den Krieg eh. Also, darum geht's nicht. Ich werde den Krieg ohne Probleme gewinnen, weil ich stärker bin. Aber guckt mal, wie viel Geld ich verliere, weil es sich so lang zieht. Ja, das ist halt ätzend. Geht mit dem Wasser eine lange Reisezeit im Norden schlecht aus dem Zingeln? Ja. Jep, jep. Gut, dass ich das mit dem Mord davor geplant habe, mit Königin Eugenia. Und RIP. Und jetzt ist der Angreifer nur noch ein Bauernjunge. Problem mit den Bauern da oben gelöst. So einfach kann es gehen. Den kriegen wir noch nicht ermordet, den müssen wir selber töten gehen. Aber Eugenia ist schon mal weg. So, wir laufen dem immer noch hinterher.
Ich brauche, wir gehen auf jeden Fall jetzt auf Perks für schnellere Mobilität der Armeen. Ich kriege einen Anfall. Und der holt sich jetzt das Gebiet. Der holt sich jetzt gleich das Gebiet da hinten. Und ich kann aber es nicht verteidigen gehen, weil dann spawnt hier wieder eine Söldnerarmee und bricht das wieder ab. Das wollen wir vermeiden. Komm, hol ihn ein. Komm schon. Komm, 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 komm. Komm, hol ihn ein. Komm. Ja. So ist's fein. So ist es fein. Mach es weg. Mach Aui, Aui. Schön. Und in 23 Tagen sind wir da unten auch durch. So, damit haben wir die. Dankeschön, 6 Träger für die 9 Monate. Vielen lieben Dank. Danke, 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 danke schön. 6 Tage, das ist gut. Da oben haben wir sie besiegt, das ist auch gut. Die besiegen wir auch gleich, das ist auch gut. Und jetzt jagen wir die da unten. Oh, habe ich deinen Sohn gefangen genommen, während du ganz woanders warst? Das tut mir jetzt aber leid. Hoppala. Wie ist das denn passiert? Ups. Tja, ist blöd, wenn du den ohne Aufsicht lässt. Ja, das ist halt scheiße. Wäre doch total ärgerlich, wenn dem kleinen Prinz Edwulf Einarsson von England was zustoßen würde. Kinder stolpern in diesem Alter recht häufig. Wie viel Jagden und, also wie viel jagst du denn generell, beziehungsweise wie viel Kriege führst du denn? Also du brauchst Prestige überhaupt erstmal, um Krieg führen zu können, ne? Spielst du als Graf? Dankeschön, 6 Träger für die 9 Monate. Das wurde mir als Easy Win vorgerechnet. Jetzt mache ich mir da ein bisschen Sorgen. Kriegen wir hin. Geil, kriegen wir hin. Da müssen wir nur erstmal an Land gehen. Und warten, bis der Mali weg ist. So. Das da oben haben wir zerschlagen. Dann wandern wir jetzt hier runter, um uns das hier anzugucken. Und wir hier... Nein, 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 wir wollten nicht halbieren. Wir wollen Belagernera stationieren und... Ha, okay. Diese Armee von ihm ist stärker, als ich dachte. Wir haben kürzlich verschifft, glaube ich, nicht mehr. Ja, mir ist gerade egal, ob mein Kind rachsüchtig wird. Ich habe gerade keine Zeit, um über sowas nachzudenken. Ich habe hier gerade ganz andere Probleme. Unterversorgt immer noch. Ja, das Unterversorgt ist scheiße. Mehr Truppen, bessere Mephis, aber Chancen sind ausgeglichen. Ist High Risk, das so zu machen. Ist High Risk, das so zu machen. Wenn ich das verliere, bin ich am Arsch. Lass vielleicht erstmal auftrennen und unsere Energien zurückbringen. Wie lange braucht denn das noch, damit das da hinkommt? So, wie viel Ding haben wir denn hier? Versorgungsschwelle 3000.
Das heißt, in der nächsten Runde müsst ihr jetzt wieder hochgehen. 2000 von irgendwas. Und hier haben wir... Ah, hier sind wir bei der Schwelle drüber. Das heißt, dich müssen wir nochmal aufteilen. Ja, aber da dürften wir gar nicht mehr drunter sein. Versorgungsschwelle 2100. Ja, da müsste das jetzt wieder gut werden, dass sich die wiederholen. Das Problem ist, dass wir kein Geld haben. Die Frage ist also, wie viel besser wird es denn überhaupt noch? Wir haben ja alleine deswegen schon ein Problem, weil mir das Geld ausgeht. Also bringt mir das gar nichts, dass ich hier gerade warte. Es bringt mir überhaupt nichts, dass ich hier gerade warte, weil meine Armee am Arsch ist. Weil wir kein Geld haben. Das heißt, meine Armee fällt sowieso auseinander gerade. Ich muss da oben gewinnen. Die untere Armee schlage ich so wahrscheinlich nicht mehr. Oder ich mache einen anderen klugen Zug. Wir stellen diese Armeen wieder zusammen. Und zerschlagen die da oben ja gleich. Feinde treten aus Krieg aus. Das ist sehr gut für uns. Das ist sehr, sehr gut für uns. Das ist auch sehr, sehr gut für uns. Und jetzt gehen wir mit der Armee darunter. Und mit der Armee stellen wir uns hier zusammen hin. Oh, meine Frau ist nochmal schwanger geworden. Und greifen das jetzt an. Dann lass uns aber mit denen gar nicht dorthin gehen. Irgendwo hier war doch noch eine gegnerische Armee. Dann lass uns hier nachlaufen. Aber eigentlich, wenn ich die unten jetzt besiegt habe, warum sagt er mir jetzt wieder schlechtere Chancen? Das weiß das Spiel, glaube ich, selber auch nicht. Erst berechnet er mir gute Chancen, dann berechnet er mir schlechte Chancen. Dann... Das muss auch... Also verstehe ich auch nicht genau. Das verstehe ich auch nicht, warum es jetzt erst gute und jetzt schlechte waren. Da sagt er mir jetzt wieder negative Chancen. Wir fahren mit der anderen Armee runter, das ist mir zu riskant. Ist halt ultra ätzend, weil ich so viel Geld, ich bin so verschuldet. Weil du jetzt nur Supply hattest, war das du 20. Ah, I see. I see. Ich kann es halt theoretisch gesehen auch, ach krass, jetzt ist die erwachsen. Ich kann es halt auch hochtriggern lassen eigentlich. Ich kann es halt eigentlich auch einfach hochticken lassen. Aber das braucht mir zu lange und das ist mir mit dem Krieg einfach alles zuwider, wie lange sich das gerade zieht. Aber wir haben das auf jeden Fall gleich. Gott, ich bin so verschuldet. Minus 375. Ich kotze. Ich kotze. Ich kotze. Ich kotze. Und der rennt jetzt da weg von mir. Der versucht jetzt wahrscheinlich seine Stadt da hinten zu befreien. Das heißt, dem laufen wir jetzt einfach hinterher. Ach, der sind da schon runtergegangen, ne? Gott, ich bin so verschuldet und ich komme nicht nach. Ich bin so verschuldet. Minus 414. Minus 414 wegen einem Scheißkrieg, den sie nur verlieren. Und es ist halt... Ich versuche mich nicht zu beschweren. Minus 414 und er rennt immer noch weg von mir. Er rennt immer noch weg von mir. Wie lang soll ich nachrennen? Und jetzt nimmt er das da oben. Na, 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 ich bin nicht aggressiv. Ich bin nicht aggressiv. Ich bin nicht aggressiv.
Ihr solltet noch warten, bis die andere Armee da ist. Ich habe gerade keine Zeit für eine Tochter. Oh, es ist aber eine gute Tochter. Ich habe trotzdem gerade keine Zeit für eine Tochter. Meine Armeen sind komplett zerschlagen. Ich habe überhaupt gar... Ich habe keine Zeit für meine Kinder gerade. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Ich muss diese Schlacht jetzt gewinnen. Weil da oben was belagert wurde und ich ein riesiges Problem habe, wenn ich diese Schlacht jetzt nicht gewinne. Ich habe ein riesiges Problem, wenn ich diese Schlacht jetzt nicht gewinne. Ein riesiges. Weil ich kein Geld mehr habe für den Krieg. Ich werde den sowas von hinrichten, den Dude. Wenn ich den gefangen nehme, werde ich den sowas von hinrichten. Oh, meine Affäre wurde offenbart. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh mein Gott. 484 im Minus. Und jetzt bin ich auch noch ein Ehebrecher. Ja, moin. Ich habe gerade irgendwas vernichtet aus meiner eigenen Dynastie. Ich habe kein Geld. Ja, gib mir Geld. Gib mir all dein Geld, bitte. Oh, Gott sei Dank. Ja, ich habe nur minus 1,4, weil meine Armee sich wieder aufbauen muss. Und das kostet unfassbar viel Geld.